Mein Name ist Anja Lieberts und ich bin seit April 2020 hier beim Förderverein im Freilichtmuseum beschäftigt und mache da die Büroleitung. Ich bin Wildkrautpate geworden, weil mich das Thema mit den Kräutern sehr interessiert und ich auch zu Hause meinen Garten etwas umgestalten möchte, um möglichst viel auch für die Bienen das Richtige anpflanzen zu können. Der Kurs hat meine Einstellung zu sogenannten Unkräutern, die es ja eigentlich nicht gibt, schon stark geändert, weil die meisten Kräuterpflanzen doch eine Bestimmung und auch einen Nutzen haben. Und insofern habe ich da schon sehr vieles für mich mitgenommen. Am Kurs hat mir besonders gut gefallen, dass wir halt durchs Gelände gegangen sind und die einzelnen Stellen, wo Kräuter stehen, auch abgegangen sind und uns das wirklich am praktischen Beispiel alles gezeigt worden und auch erklärt worden ist und das auch sehr ausführlich erklärt worden ist und auch Einzelfragen von uns ausgiebig erklärt worden sind. Ich kann den Kurs generell nur empfehlen und werde das auch bei mir im Freundeskreis auf jeden Fall tun, weil man da viel mitnehmen kann, halt für den eigenen Garten auch, was man ändern kann und was man erfolgreich neu einsetzen kann, dass es kein Unkraut ist und dass sie auch sehr schöne Blüten haben und sich dadurch auch hervorragend als Gartenpflanzen eignen. Ich heiße Annette Meilern. Ich arbeite seit etwa 8 Jahren hier im Freilichtmuseum in der gespielten Geschichte. Ich liebe Pflanzen und so nehme ich einfach alles mit, was zu mir kommt, um über Pflanzen dazuzulernen. Umso besser werden wir als Menschheit sensibilisiert für die Welt der Pflanzen, umso mehr Achtsamkeit schenken den Pflanzen und so mehr schützen wir sie. Der Wert der Wildkräuter, das ist ja ein zusammenhängendes System. Die Insekten profitieren davon, davon profitieren wieder die Vögel und so, das ist ja ein Kreislauf. Die Kornrade, die ist sehr haarig im Blatt und die Blätter stehen wie ein Kreuz in der Blattrosette weg. Sehr gut zu erkennen. Diese Pflanze findet man auf dem Acker wirklich gar nicht mehr. Die ist wirklich verschwunden. Und das liegt sicher auch daran, dass der Samen sehr giftig ist und einfach unser Getreide hätte verunreinigen können. Jetzt ist es verschwunden. Es gibt es nicht mehr. Ich bin Wildkrautpate geworden, weil ich finde, dass die Steingärten, die sich im Vormarsch befinden, weder schön sind noch für Mensch oder Natur förderlich. Heutzutage alles niederzumähen ist weder für die Natur schön, für die Pflanze selber, noch für die Insektenwelt. Wenn man einmal sagt, okay, ich lasse es mal wachsen und warte mal ab, was es denn überhaupt ist und wie es denn blüht, vielleicht gefällt es mir ja. Und siehe da, ich habe vorgestern das erste Mal eine Holzbiene bei mir im Garten entdeckt. Mir hat gut am Kurs gefallen, dass man tatsächlich lernen kann, welche Pflanze für was gut ist. Dass man nicht immer in die Arzneimittelkiste greifen muss, dass man tatsächlich natürliche Hausmittel nutzen kann. Ob das zum Kochen ist oder zur Wundbehandlung. Das hat mich tatsächlich sehr beeindruckt. Mein Name ist Vanessa Sterner. Ich bin Wildkrautpatin geworden, weil ich mehr über das Zusammenspiel zwischen den Tieren und den Wildpflanzen erfahren wollte. Wildkräuter sind wichtige Bestandteile von Nahrungsketten, zum Beispiel als Nahrung in Form von Pollen und Nektar für Insekten. Und ich glaube, nur Insektenhotels aufzustellen, wäre eben zu kurz gegriffen, wenn man nicht auch gleichzeitig die Nahrungsgrundlage für Insekten schützt. Mein Name ist Petra Stürkel. Ich arbeite seit ungefähr 15 Jahren hier im Museum. Ich bin Wildkrautpatin geworden, weil es mich schon immer interessiert hat, wie die Pflanzen am Wegesrand heißen und wofür sie gut sind. Selbst in der Grundschule war ich total begeistert, wenn es um Pflanzenbestimmung ging. Der Kurs hat meine Einstellung zum sogenannten Unkraut geändert. Ich gucke jetzt genauer hin und versuche auch, davon etwas an meine Mitmenschen, Kollegen und auch an unsere Schüler weiterzugeben.
Mein Name ist Ursula Okielka. Ich arbeite als Besucherservice hier im LVR Freilichtmuseum Kommern schon seit vielen Jahren. Seit einigen Jahren darf ich mich hier um diesen wunderbaren Garten kümmern. Ich bin Wildkrautpatin geworden, weil mich Wildkräuter schon seit vielen Jahren nicht nur interessieren, sondern auch faszinieren. Die Vielfalt, die Heilkraft, die darin steckt, die Tatsache, dass das alles irgendwo in der Wiese, auf dem Weg, am Wegesrand, im Wald einfach so vor sich hin wächst, für uns. Und da konnte ich ruhig noch was mehr Wissen zu brauchen. Je mehr Leute Wildkrautpaten werden, umso mehr Verständnis gibt es für das, was unsere Natur zu bieten hat, wie schützenswert das alles ist. Besonders gut an diesem Kurs hat mir gefallen die Gemeinschaft mit den anderen Interessierten, der Austausch untereinander und diese wahnsinnige Kompetenz unserer Lehrgangsleiterinnen, die ein Wissen mit sich herumtragen und einfach froh waren, es an uns weitergeben zu können. Für meinen eigenen Garten zu Hause habe ich mir mitgenommen, noch aufmerksamer zu sein. Und Menschen, die schon einen Garten haben und diesen Wildkrautkurs mitgemacht haben, werden vielleicht auch mal bewusst wahrnehmen, was sie da für tolle Schätzchen in ihrem Garten stehen haben, die sie bisher als störendes Unkraut angesehen haben und einfach ausgerissen haben. Wenn man nämlich mal durch den Garten geht und sagt, oh, was ist denn das für ein Blättchen? Das mache ich jetzt mal nicht weg. Dann kann man, so wie es mir gegangen ist, auf einmal eine Orchidee im Garten blühen haben. Und ich finde, solche Entdeckungen sind es wert, eine Ausbildung zu machen, achtsam zu werden und einfach mal etwas wachsen zu lassen.